zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Part der Dark Project Gold-Reihe, beziehungsweise Thief, wie auch immer man es jetzt nennen möchte. Und ja, wir starten jetzt quasi eine neue Mission. Die dazugehörigen Cutscenes habe ich ja bereits hochgeladen und ich hoffe, ihr habt sie euch auch schon angeschaut. Denn das ganze Gehabe mit dem Schwert von Konstantin, da ist ein Zombie, war ein Test, um mich auf die Probe zu stellen, ob ich wirklich geeignet dafür bin, seinen Auftrag jetzt auszuführen. Sein Auftrag lautete, er ist ja, wie er schon gesagt hat, ein Sammler und er sammelt, seltene Dinge und wir sind jetzt quasi beauftragt worden, einen bestimmten Edelstein, genannt das Auge, für ihn aus dieser verlassenen Kathedrale zu entwenden. Weil Entwenden nun mal das Einzige ist, was man damit machen kann. Verkäuflich ist es nicht. Der Grund wird euch im Laufe dieses Spiels auf jeden Fall noch geläufig werden, da bin ich mir sicher. Jetzt würde ich sagen, mache ich hier erstmal Licht an. Damit auch ja alle Zombies merken, dass wir hier sind. Aber es ist schön. Doch, ist schön hell. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg. Ich kann mal ganz kurz die Ziele vorlesen. Findet die Kathedrale... Finde einen Weg in die Kathedrale zu kommen und stiehl das Auge. Stiehlt sie 750 ja, an Loot halt, an Gold. Und ja, verschwinde aus den Ruinen. Ich habe 3 Blitzbomben, was nicht ganz so wunderbar ist. 4 Holy Waters. Eine Mine nur. Ein Papyrus. Department of Public Works work order the power grid control box of the neighborhood around Southern Rosen. Whatever. Oh, jetzt habe ich ein Problem. Nein, alles gut. Okay. Ja, der Bildschirm hat gerade ein bisschen gesponnen, als ich versucht habe, dieses Papyrus zu lesen. Ich habe keine Ahnung, was das soll, was das bedeutet. Es scheint aber... Habe ich keine Wasserfall? Ach, Quatsch, das ist ja... Mine, Papyrus... Wasserfälle habe ich wie viele? 11. Ah, könnte ein bisschen knapp werden alles. Ich hoffe mal, dass mich die Zombies hier nicht direkt entdecken. Und ein kleiner Clou, den wir jetzt allerdings glücklicherweise haben, ist, dass wir das Schwert von Konstantin behalten durften. Haha. Ich hatte keine Ahnung, dass das hier liegt. Ich wollte einfach nochmal gucken. Ja, beim letzten Mal hat man ja leider... meine Tastatur und Mausgeräusche sehr laut gehört. Ich hoffe, dass ich das dieses Mal ändern konnte. Ich habe ein bisschen an den Soundgedönsens hier rumgespielt und habe ein bisschen eingestellt und hoffe, dass das jetzt besser funktioniert. Ich habe bei meinen Probeaufnahmen immer noch so ein Fiepen gehört, als ich das mir die Aufnahmen angeguckt habe. Ich habe aber keine Ahnung, wie ich das wegkriegen soll. Ich hoffe, das stört euch nicht zu sehr. Hier haben wir noch ein Papyrus. The City Council is deeply grateful for the effort of your men and the emergency. That we cannot stay finished, so do not let fear stop your efforts. The City Council and you do not fail us in our hour of need, Lord Witzim, whatever. Yep. Ich bin jetzt genauso schlau wie vorher. Ich habe keine Ahnung, was genau da jetzt stand. Weil so gut ist mein Englisch leider auch nicht. Warum zum Henker ducke ich mich? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich hoffe mal, dass in den Gebäuden keine Zombies oder irgendwas auf uns wartet, was uns irgendwie in irgendeiner Form gefährlich werden könnte. Deshalb schleiche ich mich hier jetzt mal einfach ein. Und ja, versuche hier meinen Weg zu bahnen. Ja, danke. Andere Seite. Oh, da sind Kisten. Okay. Geh auf. Du an. Doch, du gehst auf. Ah, oh, Flashbomb, das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Ich habe 62 Pfeile. Für was zum Henker soll ich denn die alle? Eine Mine. Zwei Minen.
cool. Für was zum Henker soll ich 62 Pfeile verbrauchen? Na gut, aber die werden sicherlich irgendwas haben, wofür ich die verbrauchen kann. Oh nein, hört man gerade dieses Hundebellen? Das wäre echt nicht schön. Ich habe eigentlich auch eine Karte von dieser Kathedrale, aber... ich habe absolut keine Ahnung, wo ich, beziehungsweise wo ich diese Kathedrale jetzt finde. Geschweige denn, wo ich wirklich hin muss. Deshalb werde ich einfach mal hoffen, meinem Instinkt vertrauen zu können. Und hier irgendwo einen Weg zu finden, der mich zum Ziel führt. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass das alles nicht so funktionieren wird, wie ich mir das jetzt hier gerade vorstelle. Mein... Hilfe! Oh, ja. Seht ihr, ich bin jetzt schon aufgeschmissen. Das hier wird mein absolutes Hasslevel, glaube ich. Weil ich einfach absolut null Ahnung habe, wo ich jetzt hin kann und wo ich hin muss und bla. Okay, hier geht's runter. Will ich hier runter? Oh, ups. Oh fuck! Oh fuck! Ah, Geister, Geister, Hilfe, Geister. Oh, hört ihr das? Ich finde dieses Geräusch so mega fies. Aber wisst ihr, was das Gute an Konstantins Schwert ist? Nein, wehe, du läufst weg. Wehe, du läufst weg. Nein, nicht weglaufen. Lauf, nicht weglaufen. Bleib stehen. Du mieses Stück, bleib stehen. Jetzt stirb doch endlich mal. Heilige Scheiße. Ich hoffe, der Sound ist jetzt nicht zu laut. Beim letzten Mal war er zu leise, deswegen habe ich ihn ein bisschen lauter gemacht. Das Gute an Konstantins Schwert ist, dass es nicht einfach nur ein normales Schwert ist. Es ist ja, wie gesagt, ein verzaubertes Schwert. Ich höre immer noch fiese Geräusche. Es ist, wie gesagt, ein verzaubertes Schwert. Da kommen Zombies, deshalb höre ich die komischen Geräusche. Und es kann diese Geister töten. Und es kann Holztüren öffnen. Das ist zuweilen ganz praktisch. Ist aber jetzt nicht unbedingt... Bist du der einzige Zombie hier? Ich habe keinen Bock, mein Weihwasser zu verschwenden. Komm, habe ich die Scheiße. Hi. Überraschung. Okay. Jetzt würde ich aber ganz gerne noch einen finden, weil so ein bisschen Zeit habe ich ja jetzt noch, ne? Oh, hier ist nochmal eine andere Richtung. Ah, ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Und wo ich hin kann vor allem. Zum Henker kam dieser komische Geist jetzt her. Von hier? Ah, von hier in der Ecke wahrscheinlich, hä? Okay, hier kann ich also einmal im Kreislauf. Gut, meine Zeit ist vorbei, vergessen wir das. Ich bin jetzt blöd, ich höre doch Barracks. Ach, egal. Was soll's, was soll's. Ich würde mich gerne hier noch ein bisschen umschauen. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass man hier irgendwas finden kann. Ja, dementsprechend, dadurch, dass man mit Konstantins Schwert halt so ein bisschen schon was anstellen kann, fand ich das ganz praktisch. Safe? Okay. Schweingang. Und auch ganz nett, dass er uns das dann überlassen hat. Ne? Es ist ja nicht unbedingt selbstverständlich, dass man hier sein Schwert abgibt. So einfach, ne? Besonders an denjenigen, der es kurz zuvor gestohlen hat. Hm, naja. Jedem das Seine. Hui. Hier gibt's doch bestimmt irgendwas zu holen. Nicht? Das ist aber ein guter Ort zum Verstecken. Für den Fall, dass ich mich irgendwann mal verstecken muss. Mit Sicherheit muss ich das irgendwann mal. Ich möchte da nicht runter, nein. Ich möchte aber gerne mal hier rein, weil ich das Gefühl habe, dass man hier weiterkommt. Ich habe Angst. Okay. Also weiterkommen ist jetzt nicht so... Das ist Holz, richtig? Ich wette, das ist Holz.
Seilpfeile habe ich 5. Das ist schön. Das ist was, worauf man aufbauen kann. Nein, nicht hüpfen. Da, ich will da hoch. Ey! Ja, ich stelle mich wieder sehr, ach, ich werde auch so hochgekommen. Ich brauche überhaupt keinen Seilpfeil. Ja. Das war... Upsi. Das war Gold. Jolt war das. Jolt. Jutes Jolt. Ich würde mich gerne nach vorne lehnen. Macht er nicht? Gut, dann nicht. Dankeschön. Da unten ist irgendwas. Ich möchte aber nicht unbedingt herausfinden, was das ist. Es hört sich ein bisschen an wie diese scheiß Scherenmonster-Viecher. Also ein bisschen aus wie ein... wie so Urzeitkrebse oder so in der Art. Keine Ahnung. Würdest du bitte... Danke. Aha. Okay, 115 schon. Die 750 kriegen wir locker zusammen. Und ein Heiltrank. Das ist wundervoll. Hier oben noch irgendwas? Das war zu schnell, mein Lieber. Nein. Sieht nicht so aus, als wäre hier noch irgendwas. Aber hier ist eine Tür. Eine verschlossene Tür. Die bei uns natürlich nicht mehr lange verschlossen bleibt. Und die kriegen wir so schon auf. Das ist ja wundervoll. Okay. Halt. Nein. Nein. Tür zu. Einfach nur Tür zu machen, bitte. Danke. Okay. Da ist noch eine Tür. Ich habe hier überhaupt keinen, ach nee, da war ich. Ah, hier komme ich her. Hier komme ich her. Okay. Ihr merkt vielleicht, ich habe hier überhaupt keine Struktur in meinem Vorgehen. Ich lande an Stellen, wo ich sowieso vorher schon mal war und irgendwie, ja, bin ich so dezent planlos. Hier komme ich nämlich gerade her. Ja. Also ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach mal hier hoch. Ich wette, ich habe irgendwas vergessen oder irgendwas übersehen. Das ist mir jetzt egal. Wisst ihr warum? Weil Baum. Baum ist immer ein sehr gutes Argument. Wenn ihr mal irgendein Argument braucht und euch gerade spontan keins einfällt, dann sagt Baum. Baum zieht immer. Ich würde gerne versuchen, da hochzukommen. In irgendeiner Weise. Weil ich vermute, dass hier oben irgendwas ist. Hilfe. Ach ja, was ich übrigens noch ansprechen kann. Ich habe die letzten Tage immer, also prinzipiell die gesamte letzte Woche. Oh Gott, ist das laut. Könnt ihr nicht mal ein bisschen leiser stöhnen hier? Meine Güte. Kann man sich ja gar nicht konzentrieren. Ich habe die gesamte letzte Woche quasi nicht am PC gesessen. Ich habe mich bewusst aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen. Weil ich meine Abschlussprüfung, meine Abschlussexamensprüfung hatte. Und ja, am Montag früh hatte ich diese Prüfung und habe dafür wirklich Hardcore gelernt. Hardcore, gibt es das Wort? Ist egal. Ich habe es jetzt gerade neu erfunden, deswegen gibt es das Wort jetzt. Ich habe dafür wirklich ganz, ganz extrem gelernt und habe mir quasi kaum Freizeit genommen. Bis auf Samstag, da war ich in Kassel auf der Konichi. kann das funktionieren, wenn ich... Nee, okay, der muss leider drauf gehen. Ist egal. Und ja, ich habe dann tatsächlich auch meine Examensprüfung jetzt bestanden. Das heißt, ich bin jetzt examiniert und kann deshalb jetzt meine freie Zeit nutzen, wie ich es gerne möchte. Ich habe jetzt auch jede Menge freie Zeit. Das ist wundervoll. Das ist so ein tolles Gefühl, einfach diese ganzen Scheißprüfungen hinter sich zu haben. Ich habe jetzt erstmal, wenn ich mir nicht irgendeine neue Ausbildung oder ähnliches antue, keine Prüfungen mehr vor mir. Und das ist so wundervoll. Es ist so wundervoll. Ich pack das Ding immer weg und dann kann ich hier nämlich einmal speichern. Dankeschön. Ja. Das zum einen. Jaricho hat sein Examen bestanden. Juhu. Was ist das? Was ist das? The Perrin. Okay, dunkle Ecke finden bitte. Dunkle Ecke, danke. Jetzt kann ich mal kurz auf die Karte gucken. The Perrin.
the Parent Street. The. Wo zum Henker ist diese Kapelle? Cathedral Street. Ja. Okay, keine Ahnung. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich irgendwie... Barracks, ich wusste doch, ich habe die Viecher gehört. Und ich wette auch, ich werde jetzt von irgendwas ganz böse überrascht. In irgendeiner Form. Ich sollte schon mal die Wasserpfeile und das Weihwasser vor allem auch bereit halten. Ich höre das Vieh so nah, ich höre das Vieh so nah. Da ist es, da ist es, da ist es. So, gibt's hier noch ein paar? Ohne Fahrschein? Kommt schon, jetzt will ich noch ein paar Zombies finden hier. Ich will meine Wasserpfeile nicht immer verschwenden. Meine Weihwasser-Gedinger hier. Ja, hier war ich doch schon. Kommt schon, bitte. Ich brauche Zombies. Ach, ihr seid doch scheiße. Warum tretet ihr denn hier in... Oh mein Gott, oh mein Gott. Mach mal Licht an hier. So, ich werde vergiftet, nein. Oh, was rennt weg? Nein, es rennt nur hier hin, damit es mich besser treffen kann. Oh mein Gott, nein. Ach, warte. Was? Nein. Stirb. 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 Nein, 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 nein. Nicht weglaufen, nicht weglaufen, nicht weglaufen. Ich hasse es, wenn die Viecher weglaufen. Mann. Und auf zu jaulen, das braucht mir ein schlechtes Gewissen. Ich kann jetzt kein schlechtes Gewissen gebrauchen, Mann. 17 Minuten? Ach, da ist der Nächste. Jetzt kommst du an. Jetzt verdammt nochmal kommst du an. Verdammt. Ich habe nicht mehr so viel Weihwasser, Leute. Das ist scheiße. Dann war es auch nochmal The Perrin. Ah, hier komme ich her. Okay, warte. Hier kann ich nochmal rein. Und noch einmal schnell speichern und dann... Oh Mann. Weißt du, warum kam der nicht vorhin daher gewatschelt? Einfach jetzt, wo ich ihn gar nicht mehr gebrauchen kann. Wie viele Blitzbomben habe ich dann eigentlich? Minen. Mit Minen könnte ich es auch noch versuchen. Aber da ich ja immer so gut treffe... Okay, man braucht 3 Blitzbomben, um einen Zombie zu erledigen. Ich glaube, das will ich mir gerade nicht antun. Ich habe aber auch nur noch... 2 Weihwasser. Ich glaube, ich müsste mal durch die Straßen rennen und Zombies sammeln. Weil so wirklich schnell sind die Viecher ja nicht. Das ist ja schon mal... Hui! So, ich renne jetzt hier einfach mal durch. Und sammle mir so ein bisschen die Zombies zusammen, die hier rumrennen. In der Hoffnung, dass hier noch ein paar rumrennen. Und wenn ich jetzt schon wieder hier hinten bin, heißt das, dass hier wahrscheinlich keine mehr sind. Hä? War ich hier nicht vorhin? Okay, da komme ich nicht hoch, da stoße ich mir nur den Kopf. Hier ist Anja. Wo bin ich jetzt hier? Bin ich irgendwo, wo ich auch schon mal war, richtig? Oh nein, hier war ich noch nicht. Kann man da hoch? Bestimmt. Ach, die Leiter. Natürlich, die Leiter. Mein Gott. Komm, hoch da. Ist hier was? Nope, hier ist nichts. Oh, bitte. Danke. Aha. Tata. So. Wo bin ich jetzt? Man hat keinen Plan, wo man ist. Aber was ist? Da ist Wasser. Warum ist da Wasser? Ah, nein, ich wollte doch gar nicht hier runter. Lass mich wieder hoch. Lass mich wieder hoch. Ah, Zombie. Bist du jetzt immer noch einzeln oder hast du ein paar Kumpel mitgebracht? Nein, du bist immer noch einzeln. Mann. Ihr seid doch alle scheiße. Ihr seid alle scheiße. Komm ich da durch? Nein? Schade. Zack. Lass mich da. Sag mir nicht, ich bin zu dick. Das kränkt mich. Das kratzt an meiner Ehre. Kann ich da hoch? Hier so auf den Balken drauf?
Vielleicht ist da ja irgendwas. Und da oben ist ja auch ein nettes Plätzchen, um den Partner zu beenden. So ein bisschen... Assassin's Creed. Es fehlt nur ein bisschen der Heuhaufen. Obwohl, wenn ich so ein bisschen schräg springe, würde ich das trotzdem treffen. Okay, diesmal schaffe ich es tatsächlich, den Part bei 20 Minuten zu beenden. Ich bin voll begeistert. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt auf jeden Fall wieder mehr Zeit zum Aufnehmen haben und ich freue mich wahnsinnig darauf. Ich habe jede Menge Freizeit jetzt und ich werde auch ein bisschen nochmal an meiner YouTube-Seite arbeiten. Ich werde nochmal Thumbnails so ein bisschen überarbeiten und vielleicht kriege ich auch am Wochenende endlich meinen neuen PC, dass ich dann auch wieder richtig auf Thief, also Thief 4, aufnehmen kann. Und ja, ich freue mich auf das, was kommen wird. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe gerade ein bisschen... Ich nehme mal den Seilpfeil hier ab. Ich glaube zwar nicht, dass die Zombies hier hochklettern können, aber sicher ist sicher. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Über Kommentare freue ich mich natürlich auch immer sehr. Und abonnieren auf jeden Fall nicht vergessen, falls ihr es noch nicht getan habt. Schaut auch unten in die Videobeschreibung. Da sind wichtige Links drin. Meistens. Und schaut doch auf Facebook oder Twitter vorbei, denn diese Seiten habe ich mittlerweile auch. Jetzt hört doch mal auf, so rumzuschreien. Ich versuche gerade eine Abmoderation zu machen. Genau, verpiesel dich. Okay, dann... er hat mich entdeckt und kreist so ein bisschen um mich herum. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.